Adil Kollo, die Uni Basel muss 44 Millionen rund sparen. Was sagen Sie da dazu? Ja, die Tendenz, die man jetzt sieht mit dieser Vereinbarung, ist schon fatal. Also ich meine, die Uni Basel generiert in der Region Basel etwa 1 Milliarde Wertschöpfung. Also wenn man jetzt hier kürzen, dann sägt man direkt am Ast, wo man drauf sitzt. Was machen Sie jetzt? Also wir werden es im Grundsatz unterstützen, weil es ist gut, dass man immerhin eine Einigung gefunden hat. Aber die Tendenz ist fatal und wir werden uns langfristig überlegen, wie wir dann können schauen können, dass die Universität weiterhin gut finanziert ist. Und es ist klar, die aktuellen Mehrheitsverhältnisse im Kanton Basel-Land, die machen, dass auf der Uni ein wahnsinniger Finanzdruck herrscht. Und die Mehrheiten müssen geändert werden 2019 bei den Wahlen, damit wir weiterhin eine starke Universität haben. Heißt das, dass Fächer, die klassisch weniger starke Wertschöpfung haben, wie zum Beispiel Philosophie, darunter leiden werden? Ja, das werden wir sehen. Die Uni wird müssen sagen, wo sie das jetzt wollen kürzen. Es ist einfach klar, dass die Fächer, die jetzt sie ansprechen, wo man immer wieder sagt, die sind wertlos quasi, also irgendwie jüdische Studien, Soziologie und so, das ist klar, die sind dann nicht so beliebt bei denen, die nur aufs Geld schauen. Das Problem ist, die kosten auch nicht so viel, oder? Also wirklich viel kosten tun die Bereiche, die dann auch wirklich auch etwas finanziell wieder quasi zurückgehen, wenn man nur auf das will schauen. Und von dem her ist es gefährlich und beim anderen schaut einfach nicht so wahnsinnig viel raus, wenn man kürzt. Gut, danke schön vielmals.